Von Stefan Ramsdorf. Live vom RC3 im Internet. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, bevorzugt unter dem Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Bread and Toast und Katzenzunge. He's published more than 100 papers, including in the journals Nature and Science, co-authored 4 books and won the Climate Communication Prize. Herzlich willkommen zur Übersetzung von Climate Tipping Points von Stefan Ramsdorf, live vom RC3 im Internet. Alle Vorträge werden übersetzt zwischen Deutsch und Englisch in einer weiteren Sprache. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, bevorzugt unter dem Hashtag C3T. Hi everyone. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Stefan Ramsdorf und ich wurde hier eingeladen, um auf dem RC3 einen Vortrag zu halten. I want to give you an overview of a climate tipping point. Hallo, guten Morgen. Ich möchte heute einen Vortrag geben über die Klimakipppunkte und hier ein wenig mehr Informationen bereitstellen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wie ihr wisst, ist das hier die globale Temperaturentwicklung. In den letzten 7 Jahren, die letzten 7 Jahre waren die 7 Jahre seit Beginn der Aufzeichnung im 19. Jahrhundert. Wir kennen den Grund für diese Erwärmung, das ist die Zunahme von Kohlendioxid, was hier über die letzten 10.000 Jahre aufgetragen ist. Und wenn wir nur das Ende dieser Kurve betrachten, dann sehen wir, wie die Konzentration von CO2 immer mehr zunimmt. This increase causes what we call a radiative forcing, that is a kind of heating in terms of energy Zunahme per square meter of Earth's surface. And the Zunahme der Energiedichte an der Oberfläche von 2 Watt pro Quadratmeter is causing a heating at a rate of 2 watts per square meter an der Erdoberfläche. We understand the energy budget of our planet pretty well. Wir verstehen ziemlich gut die Mechanismen, die dahinter stecken. Hier sieht man die Sonneneinstrahlung in Gelb. Ein Teil davon wird bereits in der Atmosphäre reflektiert, teils von Wolken, teils direkt an der Oberfläche, zum Beispiel von Eis. Und der Rest wird absorbiert. Auf der rechten Seite sehen wir auf Orange die Abgabe von Strahlung, die sich durch die Wellenlänge von der Sonnenstrahlung unterscheidet. Diese langwellige Strahlung verlässt die Erdoberfläche und wird zu einem großen Teil von der Erdatmosphäre absorbiert. So wie jede Materie und Substanz solche Infrarotstrahlen hier von der Erde abgegeben. Was man hier betrachten muss, ist ebenfalls die Rückstrahlung von der Atmosphäre. Und der Betrag dieser Rückstrahlung ist doppelt so groß wie die direkte Sonneneinstrahlung. Die Rückstrahlung wird von den Treibhausgasen reflektiert. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass unser Planet wärmer wird, wenn diese Rückstrahlung zunimmt durch das Vorhandensein der Treibhausgase. Dieser Effekt lässt sich auch
genau quantifizieren, wenn man dabei nicht nur die Zunahme von Kohlendioxid betrachtet, sondern auch andere Treibhausgase, dann sehen wir hier die insgesamt menschengemachte Temperaturzunahme seit den 1950er beträgt etwa 1 Grad. Und damit fast 100% des gesamten Temperaturanstiegs, den wir seit Beginn der 50er beobachtet haben. Which has to do partly or is consistent with the fact that solar activity has gone down, so the decrease in und gleichzeitig ist die Aktivität der Sonne zurückgegangen und wurde aber kompensiert von der globalen Klimaerwärmung. It's also very interesting and especially to me as a paleoclimatologist who studies natural climate variations in Earth history. Für mich als Paleoklimatologen ist es vor allen Dingen interessant, wie die aktuelle Entwicklung mit den Veränderungen über die letzten vielen Jahre seit der Ice Age sich verändert hat. What we see here, based on decades of paleoclimate research, countless sediment cores taken at the sea bottom. Wir bekommen diese Daten aus Eiskernen und über andere Wege. Und was man hier sieht, ist die globale Temperatur seit der letzten Eiszeit über das Holozän bis heute. Und wir leben gerade in der heißesten Zeit seit über 5000 Jahren. Und man hat gesehen, dass es über das Holozän hinaus eine kleine Abnahme der globalen Temperatur gab. Aber jetzt in den letzten 100 Jahren haben wir ein wesentlich höhere Temperaturerhöhung gehabt als über die letzten paar tausend Jahre. Die Eiszeiten werden verursacht durch Veränderungen im Erdorbit um die Sonne. Aber was wir hier sehen, nicht. Kommen wir nun zu den berühmten Tipping Points im Klimasystem. Was sind Tipping Points? Kippelemente. Das wurde in verschiedenen Papers, Veröffentlichungen beschrieben. Und in diesem Paper aus 2008 von Kollegen von mir, das genannt wird Kipppunkte im Erdklimasystem, und es sagt, dass ein Tipping Point, ein Kippelement, den Zustand eines Systems qualitativ verändert und verschiedene Teile des Systems die solche Kipppunkte auslösen können, werden Kippelemente genannt. Und in dem Graph unten sieht man auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse, einen Kontrollparameter, und das könnte beispielsweise sein in Bezug auf natürlichen Klimawandel, beispielsweise den Wechsel im Erdorbit, beispielsweise den Milankovitch-Zyklus, und auf der vertikalen Achse die Antwort auf diese Veränderung. Und wenn man von rechts nach links in diesem Diagramm läuft, dann folgt man der roten Linie. Und immer weiter nähert man sich einem sogenannten Grenzwert an, einer Grenze an. Und wenn man sie überschreitet, landet man auf dem unteren Zweig des Graphen, was ein neues Gleichgewicht darstellt. Und wir stellen fest, dass kleine Ursachen zu einer großen Veränderung führen. Das nennen wir dann Kipppunkt. Und es gibt verschiedene Typen von Kipppunkten. Das erste, was ich bisher gezeigt habe, ist dadurch charakterisiert, dass die rote Gleichgewichtslinie
einen Zustand für jeden, für jede X-Achse hat, also für jede, für jeden Zustand, ja, für jeden Einfluss einen Zustand, einen Gleichgewichtszustand. Und es gibt dann eben einen kleinen Bereich im Kontrollmoment, also auf der X-Achse, der zu einem sehr großen Unterschied führt. Das Diagramm auf der rechten Seite ist eine viel gravierendere, ein viel gravierenderes Zustand, beziehungsweise viel gravierender Kipping-Moment. Weil was man sieht ist, dass es zwei verschiedene stabile Zustände gibt, die aber voneinander komplett unabhängig sind. Es gibt einen stabilen Zweig oben und einen stabilen Zweig unten. Und in einer kleinen Region, die hier grau hinterlegt ist, hängt es von den ursprünglichen Bedingungen ab, auf welchen der Gleichgewichtszustände man sich befindet. Hier ist ein, es gibt einen Punkt, der die beiden Zweige miteinander verbindet durch einen instabilen Pfad. Ja. Das bedeutet, wenn man in diesem Zustand ist, in dem es zwei stabile Pfade gibt, dann ist es so, dass wenn man seinen Zustand ändert in den Bereich unter der gestrichelten Linie, dann fällt man wieder zurück auf den unteren Zweig. Wenn man sich darüber befindet, dann wandert man im oberen Gleichgewichtszustand. So, the second type of tipping point, the right-hand side one, is das corresponding to bedeutet, dass dieser rechte Kipppunkt zu einem Gleichgewicht in zwei verschiedenen Zweigen hier in diesem Graph führen kann. Das geht einher, dieser unstabile Pfad geht einher mit einer Instabilität und mit einer nicht reversiblen Änderung. Man kann von unteren Pfaden nicht einfach wieder nach oben zurückgehen. Man kann zwischen diesen beiden blauen Punkten nicht einfach über einen stabilen Weg hin und her wechseln. Dieses zweite Teil kennen wir eigentlich aus dem Alltag, beispielsweise von einem Kajak. Wenn man das auf dem Kajak auf einer Seite sitzt, dann stellt man fest, dass es sich immer wieder gerne aufrichten möchte. Aber wenn man sich immer weiter rauslehnt, dann wird man irgendwann an einen Kipppunkt kommen und an diesem Punkt versucht das Kajak sich nicht wieder aufzustellen, sondern es beginnt umzukippen von alleine. Und in diesem Moment kippt es um, steht hinterher mit dem Kopf nach unten und wird sich nicht wieder aufrichten. Mir ist das ein paar Mal passiert und das kann einem eigentlich ziemlich schnell passieren, wenn man nicht aufpasst. Das Kajak hat auch gleichzeitig einige Bereiche, in denen es in zwei verschiedenen Zuständen stabil ist. Und es kostet tatsächlich auch viel Energie, um von dem einen stabilen Zustand in den anderen zu kommen. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass solche instabilen Bereiche auch im Klimasystem existieren. Der linke Pfad korrespondiert beispielsweise zum Seeeis. Der rechte allerdings zum Landeis, beispielsweise auf Grönland oder auch zur Atlantik-Zirkulation. In Bezug auf das Übergangsverhalten, wenn man von rechts nach links im Diagramm wandert, dann unterscheiden sich diese Pfade nicht sehr, weil in beiden Fällen folgt man dieser Linie aus Pfeilen, aber die linke Linie folgt ziemlich genau der Gleichgewichtslinie. Das geht damit einher, dass man nicht genau im Gleichgewicht bleibt, weil sich immer erst ein neues einstellen muss.
Die grüne Linie ist also nicht genau auf der roten, aber auf der rechten Seite hat man etwas komplett anderes. Dort befindet man sich eigentlich im Gleichgewicht am Gabelpunkt, aber fällt davon quasi runter zur rechten Seite auf den neuen Gleichgewichtszustand. Das Verhalten dieses Runterfallens ist ziemlich ähnlich wie auf der linken Seite, nur dass man sich dabei nicht in einem Gleichgewicht befindet. Der Unterschied dabei ist, kann eben das Meereseis so schnell reagieren wie das kontinentale Eis. Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Kippelemente im Klimasystem. Einige Beispiele, die hier zu sehen sind, auf der linken Seite, zum Beispiel der Regenwald, boreale Wald. Die Idee hinter diesen Kipppunkten ist sehr eng mit der Idee von ökologischen Systemen verbunden. Beispielsweise Wälder können zu trocken werden in einem heißen Sommer wie letztes Jahr in Sibirien, dann fangen sie sehr leicht schnell zu brennen an. Der Regenwald des Amazonas ist ebenfalls ein solcher Kipppunkt. Vegetation dynamics, das in vielen dynamischen Modellen gezeigt wurde. Zum Teil hängt das damit zusammen, dass ein solcher Regenwald seinen eigenen Regen erzeugt und im Erdreich speichert, von wo der Regen dann wieder durch Verdunstung nach oben geht, die Feuchtigkeit steigt auf und es entsteht wieder Regen. Und durch Wind wird eben diese Feuchtigkeit dann zu Regen. Dadurch ist der Regenwald feucht und wenn aber zu viel Regenwald abgeholzt wird, dann wird er anfälliger für Dürre und verliert sehr viel schneller Feuchtigkeit. Und das kann eben dazu führen, dass der Wald so trocken wird, dass auch der Regenwald des Amazonas anfängt zu brennen. Auf der rechten Seite oben sehen wir den Permafrostboden in der sibirischen Tundra, der auftaut. Das ist ein Kipppunkt, weil also allein durch den Auftaueffekt der Permafrostboden taut auf, das gefrorene Wasser wird das führt dazu, dass weiterer Permafrostboden auftaut. Und die Kipppunkte sind eben mit solchen sich selbst verstärkenden Effekten oft verbunden. Wir schauen uns jetzt etwas genauer das grönländische Eisschicht an und wie das mit dem Golfstrom bzw. der Atlantik-Zirkulation zusammenhängt und zum dritten noch die Korallen, was ebenfalls einen kritischen Punkt darstellt. Das ist in unserer Veröffentlichung Climate Tipping Points to Risky to Bet Against zu finden. Diese Kipppunkte sind auch miteinander verbunden. Und wie wir in dem Paper schreiben, könnte es sein, dass es eine ganze Kaskade gibt
und was zu katastrophalen Zuständen führt, weil es eine Art Dominoeffekt auslöst, wenn ein Kipppunkt zum Auslösen des nächsten Kipppunkts führt. Das ist ein Video von NASA, das sind Satellitendaten. Hier sehen wir das Inlandeis in Grönland. Look up at the das NASA kann man auf der Website von der NASA ebenfalls selber anschauen. Vital signs of our planet, including the data on green hier sind eben die Daten für den Verlust des Inlandseis von Grönland aufgetragen. Das Problem bei dem Grönlandeis ist, dass das Stabilitätsdiagramm eben dem entspricht, was ich vorher gezeigt habe mit dem bistabilen Zustand. Das wurde zum ersten Mal beschrieben von Galov und Kanopolsky, meinen Kollegen, in 2005. Where they used a three-dimensional ice sheet model coupled inside. Sie haben ein dreidimensionales Modell für das Grönlandeis verwendet und das in einem Klimamodell berechnet. Und Sie haben untersucht, wie sich die Erwärmung auswirkt und Sie haben untersucht, wie das vom Milankovitch-Zyklus beeinflusst wird. Hier sehen wir das Volumen der Eisschicht in Millionen Kubikkilometer. In the blue line we're actually moving towards the right here. Blaue Linie model simulation experiment and you can see you stay on that upper branch until wir bewegen uns nach rechts auf der blauen Linie bis zu diesem Punkt von etwa 470 Watt pro Quadratmeter. Und an dem Punkt schmilzt das Eis extrem schnell ab und wir sind dann auf dem unteren Zweig, dem grünen, wo kaum Eis noch vorhanden ist in Grönland. And the light blue line is what happens when they return, you know, when they turn down the heat again. Die hellblaue Linie zeigt, was passiert, wenn man die Erwärmung wieder zurücknimmt. Und man muss zu sehr viel niedrigeren Strahlungsintensitäten kommen, bis sich die Eisschicht wieder aufbaut. Und im Laufe der Jahre hat sich ein Gleichgewicht gebildet und verschiedene Gleichgewichtszustände sieht man auf der X-Achse. In den letzten 10.000 Jahren im Holozän hat sich eben diese Eisschicht herausgebildet, die im Holozän stabil ist. Das aber, liegt aber nur daran, dass wir davor, vor dem Holozän, eben eine Eiszeit hatten. What is the positive wenn man das vergleicht eben mit dem vorindustriellen Zeitalter, dann wächst die Eisschicht so schnell nicht mehr. Und der wichtigste Rückkopplungseffekt hier ist der Ice Elevation Feedback, also der Rückkopplungsschleife zur Höhe des Eises. Das Eis ist sehr kalt, weil es relativ hoch in der Atmosphäre ist, wo es kalt ist, mehrere tausend Meter hoch. Und dort ist es sehr kalt. Wenn man allerdings die Eisschicht wegnimmt, wenn sie wegschmilzt, dann bewegt sich dann eben die Höhe der Eisschicht auf etwa Meereshöhe, wo es sehr viel wärmer ist als 3000 Meter höher. Und dort ist es eben zu warm, sodass Schnee nicht das ganze Jahr über liegen bleibt und sich diese Eisschicht nicht wieder aufbauen kann. Das ist ein typisches Beispiel für diese sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleife. It can either self-stabilize in the upper branch here, when you start there, or it self-stabilizes in the lower branch with no ice, when you start there. This is what makes it a bistable system. To summarize,
The Greenland ice sheet is melting, as another data the GRACE satellites show, but also other data sets. It has a tipping point due to the ice elevation feedback. Now, what I haven't shown, but it's come out in study with many climate model simulation experiments going through more than 200,000 years of simulation from the past through the Eemian integration. Von den letzten 2000 Jahren, wo wir wissen, in welcher Art das Grönland-Eisschild schmilzt, wir wissen jetzt, dass der Tipping Point, der Kipppunkt für ein komplettes Schmelzen des Grönland-Eisschildes zwischen 1 und 3 Grad Celsius liegt. Das bedeutet, wir sind jetzt schon in der Gefahrenzone, wo es sein kann, dass das Eis in Grönland plötzlich sehr schnell schmelzen wird. Und wir haben quasi nicht wirklich Zeit, um darauf zu reagieren. Das bedeutet, in dem Moment, wo es beginnt, großflächig zu schmelzen, haben wir verloren. Und wir werden dann einen Meeresspiegelanstieg von bis zu 7 Meter bekommen, was dazu führt, dass viele Inselstaaten und viele Küstenstädte einfach unter Wasser stehen werden. Hier sieht man eine Modellsimulation von ein paar Forschern, unter anderem mit der NASA. Und dies hier ist das Schmelzen, oder so sieht etwa das Schmelzen aus. Und man sieht, wie das Eis und das geschmolzene Wasser fließt. Und sieht auch die Fläche, die abgeschmolzen ist. Und diese gigantische Fläche ist das, was wir an Eis in den nächsten 300 Jahren verlieren würden. Lasst uns auf ein anderes Kippelement angucken. Das ist das Golfstromsystem oder die nordatlantische Strömung. Und das ist etwas, was ich seit den frühen 90ern mir angeguckt habe. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt aus einem Hollywood-Blockbuster, The Day After Tomorrow. Was about it? Es hängt gerade an einer sehr, sehr delikaten Stabilität zwischen frischem und Meerwasser. Und das kalte Schmelzwasser läuft in den Ozean. Und es könnte sein, dass aufgrund der Schmelze es zu einer Beschleunigung kommt. Nun, dieses Statement, diese Aussage ist tatsächlich eine ziemlich gute Aussage darüber, wie dieser Gabelpunkt aussieht. Und die Aussage, dass bisher noch niemand das Schmelzwasser mit einberechnet hat, war tatsächlich richtig im Jahr 2004, weil bis dahin so eine durchschnittliche Klimasimulation, die man in Veröffentlichungen gesehen hat, sogar noch einige Jahre später, haben das Schmelzwasser aus Grönland nicht mit einberechnet. Und so ziemlich alle Klimamodelle waren ausschließliche Ozeanatmosphärenmodelle ohne die Landfläche. Und seit neuem koppeln wir auch die Landfläche mit ein, das Landeis mit ein. Und haben da auch Experimente gemacht mit künstlich hinzugefügtem Eiswasser. Und durch dies, beispielsweise in diesem Nature-Artikel hier, hat man gesehen, dass das Schmelzwasser von Grönland einen nicht vernachlässigbaren Effekt hat. Und es hat tatsächlich sogar einen dominierenden Effekt, wenn man es zu den restlichen Phänomenen mit hinzufügt. Wir wissen, dass dieses System einen sehr gut definierten Kipppunkt hat, und zwar schon seit 1996.
weil es eben einen Salztransport, eine Salztransportrückkopplung gibt. Die Idee dahinter ist bekannt seit den 1950ern oder 60ern, was von Hendrik Stommer, einem berühmten Ozeanologen, entdeckt wurde. Und der gezeigt hat, dass das ganze Teil eines komplexen dreidimensionalen ozeanischen Strömungssystems ist. Und dies wurde bisher in vielen Klimamodellen gezeigt. Das Salztransport-Feedback ist etwas, was im Prinzip auch ziemlich einfach zu erklären ist. Die überströmende Strömung heißt so, weil das Wasser von der Oberfläche sehr tief hinunter bis zu 3 Kilometer in den Atlantik runter sinkt, weil es schwer ist. Dort verteilt es sich, bevor es dann irgendwo in anderen Bereichen, beispielsweise in der Antarktis, und wieder aufsteigt und dann auf der Oberfläche zurückfließt. So im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der ganze Ozean wird immer wieder umgewühlt und Oberflächenwasser wird ersetzt durch frisches Tiefenwasser. Und eine komplette Umwälzung dauert mehrere tausend Jahre. Das System wird angetrieben dadurch, dass Wasser absinkt, wo es schwer ist. Und das Wasser ist am schwersten im Nordatlantik und an der Antarktis. Dort ist es dicht, nicht nur, weil es sehr kalt ist, sondern auch, weil es sehr salzig ist. Man hat das auf der Nordhalbkugel ausschließlich im Nordatlantik, weil das Wasser dort sehr salzig ist. Und das ist der Grund dafür ist, dass das Wasser dort salzig ist, ist, dass die Atlantikströmung salzhaltiges Wasser aus dem Tropen zu den Polen bringt. Das salzige Wasser in den Tropen entsteht durch Verdampfung von Wasser dort, was Salz übrig lässt. Und das Wasser dort ist ausschließlich salzig an den Polen, weil es diese Umwälzung gibt. Aber die Umwälzung funktioniert nur aufgrund der hohen Salzkonzentrationen in den im Nordatlantik. Das bedeutet, dieses System funktioniert nur bis zu einem bestimmten Kipppunkt. Wenn man den überschreitet, wenn nicht mehr genug Salzwasser im Nordatlantik ankommt, wenn das Nordatlantikwasser zu leicht wird, dann stoppt auch die Umwälzung, die sich ansonsten von selber antreibt. Und heute wissen wir, dass dies eben genauso funktioniert aufgrund unserer Modelle. Und wir wissen, dass der Kontrollparameter für die Stärke dieser Umwälzung die Menge an frischem Wasser ist, das man in den Nordatlantik einleitet oder das eingeleitet wird. Und dass die Umwälzung stabil bleibt bis zu einem Gabelpunkt. Wenn man über diesen Gabelpunkt hinausgeht, also mehr Frischwasser in den Atlantik reingibt, dann gibt es ein ganz anderes Strömungsverhältnis, das hier NADW genannt wird, NADW-Strom. Lasst uns uns den Golfstrom angucken, die Oberflächenströmung im Klimamodell. Das ist das GFDL-Klimamodell von Forschern aus Princeton. Und man sieht den Golfstrom in einem dunklen Rot, weil es sehr warm ist. Es fließt entlang der Küste der USA, startet dann zu Meandern und trifft das kalte Wasser, was aus dem Norden entlang der Küste der USA nach Süden fließt. Und das ist nur der Oberflächenteil der Strömung in einem Klimamodell.
Wenn man zu diesem Klimamodell die CO2 in der Atmosphäre hinzufügt, dann wärmt sich das Wetter, dann wärmt sich das Klima auf und man sieht ein neues Verhalten der Strömungen, das man hier jetzt sieht. Die Farben zeigen hier die relative Veränderung des Oberflächenwassertemperaturen. Und man sieht, dass das Wasser südlich von Grönland sich abkühlt, aber das Wasser entlang der amerikanischen Küste erwärmt sich wesentlich stärker. Man sieht hier ein sehr starkes eine sehr starke Musterung im Nordatlantik, nämlich eine sehr kalte Region an Südland und eine sehr warme Region entlang der Küste von Amerika. In einem Klimamodell sind wir so ein bisschen Götter, weil wir haben die hundertprozentige Information darüber, was passiert. Wir wissen ganz genau, was passiert und können uns da können die Gründe dafür ganz genau analysieren. Und das Interessante ist, dass dieses Verhalten im Nordatlantik genau einer Verlangsamung der atlantischen Umwälzung entspricht. Das bedeutet, weniger Wärme wird in den subpolaren Ozean transportiert, was ihn kühler macht. Und der Golfstrom der Oberfläche bewegt sich stärker Richtung Küste. Dafür gibt es Gründe, die schon vorher theoretisch gezeigt werden konnten. Das hängt zusammen mit der Strömungsdynamik auf rotierenden Kugeln und ist sehr gut verstanden. Und im Gesamten sieht man eine Verlangsamung des Golfstromsystems mit einer Verlagerung des der Strömung. My PhD student Levke Cesar, who was the first author on this Nature paper from 2018. Einer meiner Dissertationsstudenten hat sich die Messungen der Temperaturen der Oberfläche angeschaut seit Beginn des Jahrhunderts. Und wir haben natürlich kein vollständiges Bild hier, nur ein ungefähres. Allerdings sieht man hier verschiedene Muster im Nordatlantik in den Beobachtungen. In response to a slowdown of the was das Modell hier voraussagt, was passiert, wenn diese Umwälzung abnimmt. Wir haben hier indirekte Evidenz, weil wir natürlich keine direkten Messungen haben, die mehr als 100 Jahre zurückgehen, was jetzt die Stärke dieser Umwälzung angeht. Diese haben wir erst seit 2004 angefangen, regelmäßig zu messen. Und wir haben versucht, das zu rekonstruieren und die Messwerte stimmen gut überein mit dem Modell. Unsere Schlussfolgerungen waren, dass die Umwälzung seit Mitte des 20. Jahrhunderts um etwa 50% zurückgegangen ist. Bis jetzt. Of course, other indirect types of measurements. You can use indirekten Messdaten ergeben sich zum Beispiel aus Sedimentdaten, mit deren Hilfe wir das rekonstruieren können. Und hier sind verschiedene Studien zusammengefasst in diesem Diagramm, die sich zwar im Detail unterscheiden, allerdings die Tendenz und die Übereinstimmung in der Tendenz ist recht groß. Also man sieht hier eine stabile Umwälzung und dann einen ganz klaren Abfall, einen Rückgang dieser nordatlantischen Umwälzung. Und die Washington Post hat hier ebenfalls einen Artikel gebracht, der wurde zum drittmeistgelesenen Artikel an dem Tag der Veröffentlichung.
Bis jetzt haben wir nur über eine Verlangsamung dieser Umwälzung gesprochen, aber nicht über den eigentlichen Kipppunkt. Der Grund ist, wir wissen nicht genau, wo dieser Kipppunkt ist. Wir wissen nur, es gibt ihn. Allerdings können wir es noch nicht genau bestimmen. Diese Kipppunkte basieren auf stark nichtlinearen Effekten und Dynamiken. Zum Beispiel in diesem Fall die genaue Verteilung des Salzgehalts im Nordatlantik. Und deswegen kann diese Modelle nur grobe Annäherungen geben, aber keine exakten Voraussagen. Der Kipppunkt reagiert sehr empfindlich auf die Parameter, auf die Einflüsse. Und in der wissenschaftlichen Literatur wird das diskutiert. Hier ist eine Studie, die versucht, eben die Ungenauigkeiten beim Einfluss des Salzgehalts zu korrigieren. Unter dieser Studie wird festgestellt, dass eben die Umwälzung sehr viel empfindlicher reagiert auf die Salzkonzentration. Wir wissen allerdings nicht, welches Modell das richtige ist. Wenn wir allerdings diesen Kipppunkt erreichen oder überschreiten, dann wird diese nordatlantische Umwälzung unterbrochen. Und das ist der einzige Teil der Welt, der sich, wo die Temperatur zurückgegangen ist seit Anfang des Jahrhunderts. Und diese kalte Region würde sich weiter ausdehnen, Großbritannien und Skandinavien erfassen. In der übrigen Welt wird es wärmer, nur in diesem Bereich wird es kälter. Das ist eben in diesem Hollywood-Film, The Day After Tomorrow, natürlich etwas unrealistisch dargestellt. Ich habe mit dem Regisseur geredet und sie machen halt Filme für hunderte Millionen Benutzer und deswegen haben sie eben keine Rücksicht genommen auf die tatsächliche Physik, sondern das ist so eine Art Hollywood-Physik. Welchen Einfluss hat das jetzt? Ich komme jetzt zum dritten Kipppunkt, den ich heute hier vorstellen will. Es geht um Korallenriffe. Korallenriffe haben eben kritische Schwellen. Korallenriffe bedecken zwar bloß einen kleinen Teil der Erde, sind allerdings sehr wichtig, weil sie etwa ein Viertel des gesamten Lebens im Meer möglich machen. Manche Länder hängen stark ab von den Korallenriffen, ökonomisch, und man schätzt ungefähr 800 Milliarden Dollar, um das zu beziffern. Die Korallen sollen verlieren Nährstoffe und verlieren ihre Farbe. Nach einer Weile sterben sie ab und werden dann eben nach einer Weile, nachdem sie tot sind, von anderen Meeresorganismen besiedelt, wie zum Beispiel Algen. Diese Korallenbleiche tritt eben auf durch die Versäuerung des Wassers. Also diese Versäuerung ergibt sich direkt aus dem Kohlendioxid in der Atmosphäre. Der wichtigste Effekt bis jetzt ist, dass es immer mehr Hitzewellen gibt. Das sieht man hier im Great Barrier Reef. Eine fantastische Welt. Und hier sieht man eben die Korallenbleiche von 2016, 2017 und 2020, wo es
umfangreiche Korallbleichen gab. You can see that by now largest, a very large Und part of the Great Barrier Reef has bleached in these bei diesen drei Korallenbleichen ist eben ein großer Teil des Great Barrier Reefs eben abgestorben. Hier sieht man März 2016. By May it was already overgrown. Also im März ist die Koralle abgestorben, ausgebleicht und im Mai war sie bereits überwuchert von Algen und anderen Organismen. We actually had worldwide coral reef bleaching, not only das ist Great Barrier Reef eben in 2015 und 2016 weltweit aufgetreten. Nicht nur im Great Barrier Reef. Die blauen Punkte zeigen Korallenriffe, die dem nicht zum Opfer gefallen sind. So we are actually wir sind also hier mitten in einer, in einem weltweiten Absterben von Korallenriffen, was eine weitere Vorhersage aus den Modellen ist. Im letzten Bericht des Weltklimarats wird eben vorhergesagt, dass bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad praktisch alle Korallenriffe verloren gehen. Bei 1,5 Grad globaler Erwärmung können wir 10-30% etwa retten, was sehr deprimierend ist. Now let me talk briefly about what can we do. A major success is of course the Paris Accord. The biggest failure of which is ein großer Fortschritt ist natürlich das Paris Agreement, aber was ein Problem war, dass es eigentlich zu spät kam. In 1992 hat man sich dazu entschieden, die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Und es hat uns 25 Jahre gekostet, um ein Abkommen zu erreichen, womit dies geschehen sollte. Man sieht, dass das Ziel ist, die Erderwärmung gut unter 2 Grad Celsius zu halten. Das bedeutet, es soll wirklich unter 2 Grad sein, nicht einfach nur 2 Grad. Viele Länder hätten nicht zugestimmt, wenn es einfach nur 2 Grad gehießen hätte. Aber wir haben schon gezeigt, dass das eigentlich nicht ausreicht. Und es heißt weiter, dass man zumindest Versuche unternimmt, unter 1,5 Grad zu bleiben. Das ist das. Das bedeutet, die Nationen haben zumindest gesagt, wir wollen es versuchen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Und es ist ein ziemlicher Aufwand, das zu schaffen. Möglicherweise werden wir es nicht schaffen, unter 1,5 Grad plus zu bleiben, aber wir wollen es immerhin versuchen, weil das die Chancen, dass das Grönlandeis überlebt, zumindest etwas erhöht. So, und wie sieht es aus? Wenn man globale Erwärmung begrenzen möchte bis zu einem bestimmten Wert, dann bedeutet das, man kann nur begrenzte Mengen an CO2 emittieren. Das liegt daran, dass die Stärke der globalen Erwärmung ziemlich proportional ist zum gesamten CO2-Ausstoß, den wir jemals gemacht haben, also die akkumulierten Emissionen. Das ist wie eine Badewanne mit Wasser. Wenn man eine Linie irgendwo einzieht und sagt, nicht mehr als hier, dann kann man auch nur eine begrenzte Menge an Wasser einfüllen. Und so ist das auch mit der Atmosphäre. Wenn man sich eine Grenze zieht, kann man auch nur begrenzt viel CO2 in die Atmosphäre pusten. Und hier sieht man die Zahlen für die Emissionen vom Jahr 2016 und nicht von heute. Wir haben inzwischen 4 Jahre weiter CO2 emittiert.
die durchgezogenen Linien zeigen Szenarien für 600 Gigatonnen CO2. Alle diese Kurven bedeuten, man emittiert dieselbe Menge an CO2. Jede dieser Kurve erzeugt dieselbe Menge an Erwärmung. Und diese Linien bedeuten, wir haben eine 50% Chance, die 1,5 Grad zu schaffen. Und was man sieht, trotz derselben Menge an Höhe, es ist sehr abhängig davon, wann wir die höchsten Emissionen erreichen. Wenn wir 2020 den Peak, also jetzt den Peak gehabt hätten, dann haben wir möglicherweise noch eine Chance, zwar nicht aufgrund der strukturellen Änderungen, aber möglicherweise aufgrund von Corona. Dann könnten wir heute den Peak gehabt haben. Aber was wir sehen, je länger wir warten, um die mit der Reduktion zu begonnen, je härter müssen die Maßnahmen sein, die man einreichen muss. Man muss halt, je später man startet, je früher muss man auf Null kommen. Je später man beginnt mit der Reduzierung, je stärker muss man reduzieren. Denn alle diese Kurven sind Kurven, mit denen wir die Klimaziele erreichen können. Und die gestrichelte Linie schafft etwa noch 1,75 Grad plus. Das ist so das schwächere Ziel des Paris-Abkommens. Und dabei würden wir Null Emissionen 2050 erreichen. Alle diese Linien betrachten einfach nur die Emissionen, keine Effekte, die CO2 wieder binden würden. Also, was wir wissen, wenn wir noch weitere 5 Jahre warten würden, dann müssen wir auch 5 Jahre früher Null erreichen. Das ist ein starker Grund, warum wir jetzt beginnen sollten, unsere Emissionen zu reduzieren. Dass diese Daten kommen aus einer Publikation aus dem Jahr 2017 in Nature. Jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt. Könnten Kipppunkte uns möglicherweise helfen? Und da gibt es aus den Sozialwissenschaften Studien, dass es auch gesellschaftliche Tipping-Punkte gibt. Wir sind zurzeit in so einem stabilen Gleichgewicht, wo der rote Ball das jetzt ist, und wir hängen da fest. Wir kommen da nicht so richtig raus. Aber es gibt ein besseres Gleichgewicht, ein stabileres auf der rechten Seite. Und die Frage ist, wie kommen wir über diesen Hügel in das bevorzugte, in das gute Gleichgewicht, das nachhaltige Gleichgewicht mit einem stabilen Klima, was aufgrund der Dekarbonation, der Entfossilisierung unserer Gesellschaft oder Energie einhergeht. Es gibt da einige Beispiele, wie wir diesen Übergang leichter schaffen können und womit wir diesen Hügel kleiner machen können. Und wir könnten dafür den Status quo ein bisschen unkomfortabler machen, indem wir einen höheren Preis auf CO2-Emissionen verlangen. Oder es gibt auch den Punkt, dass unsere Werte sich ändern und dass sie grüner werden. Und man sieht, dass es natürlich auch Nebeneffekte gibt, die positiv sind. Wir würden nämlich beispielsweise viele negative Effekte wie Luftverschmutzung einsparen, wenn wir nicht mehr fossile Brennstoffe verbrennen würden. Es gibt die Bewegung Friday for Future, hier spreche ich gerade mit Greta Thunberg, und es gab diese großen Demonstrationen. Das zeigt, dass sich die gesellschaftlichen Werte gerade wirklich ändern und möglicherweise auch die Wahlergebnisse ändern. Das könnte ein Kipppunkt sein für eine nachhaltige globale Gesellschaft. Und mit dieser hoffnungsvollen Aussicht möchte ich euch jetzt hier noch diese beiden Bücher vorstellen, die ich geschrieben habe.
Sie sind auf Englisch. Folgt mir auch gerne auf sozialen Medien. Ihr seht hier das Logo auch von Wissenschaftlern für die Zukunft, Scientists for Future, die sich gegen die Klimakrise engagieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es ist Wissenschaft, nicht Politik. Ja, wir haben das probiert, aber war nicht sehr erfolgreich. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Jetzt haben wir etwas Zeit für Fragen. Die erste Frage wäre, was sind die zusätzlichen Kipppunkte, Kippelemente, die ausgelöst werden bei höheren Temperaturen? Das ist eine schwere Frage, weil wir wissen nicht genau, wo diese Kipppunkte sind. Es gibt beispielsweise einen Teil des Eisschildes in der Antarktis, das bei 2 Grad getriggert werden könnte. Die Ozeanzirkulation, bei der hoffen wir, dass sie möglicherweise bis über 3 Grad hält. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht so genau. Es sind weite Bereiche, die wir vermuten. Aber mit jedem bisschen an zusätzlicher Erwärmung steigt einfach das Risiko. Gibt es zusammenhängende Kipppunkte, Kippelemente? Also wenn wir einen Kipppunkt retten, bleiben dann andere stabil? Ja, es gibt diese Verbindungen. Beispielsweise, wenn der Golfstrom kollabiert, dann wird das die Atmosphäre beeinflussen, das Monsunsystem wird beispielsweise den Regenfall sehr verändern. Wir haben Teile des Kollapses schon gesehen. Wir kennen Daten aus der Paläoklimatologie, dass solche Veränderungen, dass eine Veränderung eine andere produzieren kann. Es wäre auf jeden Fall sehr klug, Kipppunkte zu vermeiden und es nicht dazu kommen zu lassen, weil wir würden durch eine Veränderung der Ozeanzirkulation unser Weltwetter komplett verändern. Seit wann wissen wir von der globalen Erwärmung? Grundsätzlich wissen wir da schon seit dem 19. Jahrhundert von. Alexander Humboldt hat geschrieben, dass Menschen das Klima verändern, indem sie Wälder fällen und Industrie bauen. Es gibt ein Zitat von Alexander von Humboldt. Since the Swedish Nobel laureate Svante Arrhenius remotely related to es gibt einen Klimatologen, der irgendwie verwandt ist mit Greta Thunberg. Und damals dachte man noch, dass globale Erwärmung gut sein könnte, weil es wärmer wird und Pflanzen besser wachsen. Aber damals wurde sogar vorgeschlagen, Kohle zu verbrennen, um die globale Erwärmung zu treiben. Aber scheinbar hat man das früher nicht so gut durchdacht. Die Regierung von Lyndon B. Johnson in den USA hat schon einen Bericht gehabt darüber, dass das Klima sich verändert, so exakt 50 Jahre vor dem Klimawandel. Ich werde im Übrigen die Slides hochladen, den Vortrag hochladen. Was können wir machen, um den Folgen
zu begegnen, des Klimawandel. Natürlich muss das ultimative Ziel sein, unsere Zivilisation zu retten, die Menschheit zu retten. Weil wenn wir den Klimawandel einfach laufen lassen, werden wir nicht nur Ökosysteme verändern und zerstören und Biodiversität verlieren, sondern wir werden auch große Hungerkrisen hervorrufen, starke Trockenheiten, Trockenperioden wie in Syrien, die in 2011 den Krieg dort auslösten. Das war die größte Dürre, die Ostmittelmeerregion je erlebt hat, der Nahe Osten. Und ich denke, gerade in instabilen Staaten, das kann dazu führen, dass die Staaten komplett kollabieren. Und es gibt einen Bericht für die deutsche Regierung von 2009. Und dort wurde schon beschrieben, dass der Klimawandel eine starke Gefahr für die Sicherheit auch ist. Und ich denke, wir werden zunehmend Hungersnöte und zusammenbrechende Staaten sehen. Und das werden sehr, sehr schwere Zeiten in der internationalen Politik, wenn wir den globalen Wandel nicht aufhalten können. Könnten Sie uns einen speziellen Aufruf für die Chaosgemeinschaft, für die Chaosfamilie geben? Was wir machen können. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich denke, das Beste, was ihr tun könnt, ist, politischen Druck auszuüben. Zum Beispiel, wie Fridays for Future das getan hat. Proteste auf der Straße. Wählt mit Priorität auf Klimapolitik und im Speziellen, egal welchen Beruf ihr ausübt, versucht einen Weg zu finden, wie ihr Emissionen reduzieren könnt. Wie könnt ihr in eurem Beruf Nachhaltigkeit zu einem großen Thema machen? Vielen Dank, Stefan. Es war eine große Ehre für mich, hier dabei zu sein. Jetzt zu den Nachrichten.